Wir sind auf der ISPO Outdoor und gerade eben im VOD-Stand. Da ist schon die neue Kollektion für 2020 ausgestellt. Und wir haben schon ein paar echt coole Teile entdeckt. Es wird vor allem auch wieder pinker. Schaut mal die Rucksäcke an. Das ist absolut perfekt für uns. Aber was ich gerade auch entdeckt habe, da haben sie so ein bisschen die Laufkollektion übernommen, dass die Innenhose quasi rausschaut. Und das ist aber eine gepolsterte Hose. Und die schaut dann halt da so ein bisschen drüber. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nirgendwo anders gesehen und finde es ziemlich cool. Polster sieht so aus. Das wäre noch genau die Frage. Genau. Und auch ansonsten ist alles ein bisschen pinker geworden wieder. Und sieht auch richtig, richtig gut aus. Die Hose hier gefällt mir auch super. Die muss ich mir direkt selber merken. Und ja. Die neue Saison kann also quasi kommen. Das ist auch ein gutes Muster mit so kleinen Bergen. Das ist so der Bike-Bereich, sag ich mal. Und dann geht es hier drüben weiter mit Lifestyle. Und Klettern und Familie. Da drüben wird es dann langsam spannend, wenn unser Kleiner ein bisschen größer wird. Jetzt sind wir bei den Sachen für den Mini angekommen. Er ist noch ein bisschen zu klein, aber viel fehlt nicht mehr und es ist sehr, sehr süß. Am liebsten würde ich direkt shoppen. Aber ich glaube, ich reiße mich noch zusammen, bis er ein bisschen wächst und tatsächlich reinpasst. Mal schauen, ob ich mich so lange beherrschen kann. Und für Bike-Mini-Mädels gibt es übrigens auch ganz süße Sachen. Schaut euch mal das hier an. Mega! Die Mütze haben wir gerade schon ausprobiert, aber die ist leider noch zu groß. Aber ja, er wird reinwachsen und dann geht's los. Campen tun wir ja nicht so fleißig, aber hier wurde ein Preis gewonnen. Hier ist dann die ganz normale Outdoor-Rucksack-Kollektion, so ein bisschen Richtung Wandern, würde ich sagen. Da gibt es auch richtig krachige Farben nächstes Jahr. Und der hier, der hätte es mir besonders angetan. Aber ich reiß mich jetzt mal zusammen, weil man darf es nicht so übertreiben. Rucksäcke braucht kein Mensch, aber ich liebe alle Rucksäcke. Und das hier, das sieht auch alles sehr schick aus. Wow. Da könnte ich noch ein bisschen mehr auf Madame machen und weniger auf Sporty. Sehr, sehr cool. Und das ist jetzt eben der komplette Stand von außen gesehen. Das hier, das ist glaube ich so unsere Lieblingshalle. Outdoor pur, Richtung Biken und Berge. Und so sieht das aus. Jetzt sind wir bei den Deuter Backpacks angekommen. Pink sehe ich leider nichts, aber ansonsten auch schön farbenfroh. Maloja hat ein ganzes Zelt aufgebaut. Naja, oder sowas ähnliches. Maloja Männerkollektion. Und die Mädelssachen. Ah, das Lifestyle-Zeug, sagen wir es mal so. Und schon auch die Trikots, ich würde mal sagen, die Witzker sind zurück oder so. Wie findet ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr so dazu sagt. Das hier, das sieht ganz süß aus, finde ich. Aber insgesamt fand ich Maloja früher irgendwie cooler, wo sie noch diese Jeans mit dem Stern auf der Hose hatten. Schade, dass die nicht mehr gibt. Hier ist der Sommerstand von Picture. Wir waren schon mal mehr begeistert, aber zumindest trauen sie sich an bunte Tarnkollektionen ran. Hier regnet! Hilfe! Aber das sieht ziemlich cool aus. Guck mal. Jetzt sind wir in der Wanderhalle gelandet, was ist zu sehen? Diese Flaschen hier sind auch immer ziemlich cool. Von Clean Cantina haben wir so eine mega pinke.
sind auch sehr groß da, sag ich jetzt mal. Und da hinten kommt dann super bekannt Jack Wolfskin. Ui, bei denen ist ein ganzer Wald eingetroffen. Ich glaube, die versuchen sich wieder ein bisschen zurückzuholen, ihre Coolheit. Aber so ein bisschen altbacken mittlerweile auch. Wobei ich halt noch ein Zelt habe, von wo ich so 15 war. Das habe ich geliebt, muss ich gestehen. Aber ist jetzt halt auch schon eine Zeit lang hier. Sind hier eigentlich. Du kannst dann, glaube ich, einfach deinen Stoff da aussuchen, verschönern, aber hinten kannst du es dann hier irgendwas komplett in eine kleine Tasche oder so zusammenstellen. Das ist ja süß. Aber hinten ist dann eine Nähmaschine, da kannst du es dann zusammennähen. Also hier kann man sich seine eigene Tasche nähen. Zu viel Arbeit für mich, aber klingt sehr nett. Das ist alles von Bulli. Vom Bulli-Zelt über das Bulli-Schwimmbrett. Bis hin zum Bulli-Mini-Zelt, Bulli-Rucksack. Wow! Da sind wir jetzt beim Gottstand hier. Der wäre sicher auch sehr interessant für viele von euch, weil kann man sich ja gar nicht mehr wegdenken aus der Bike-Szene. Jetzt sind wir in der China-Halle gelandet. Hier ist Modellbau angesagt. Hier das Holzgerüst, was ist denn das? Aber was echt cool ist dieser Helm hier. Den bräuchte man ja manchmal in der Stadt mehr als dringend. Lumos. Das klingt jetzt wie bei Harry Potter. Lumos. Und schon bräuchte es. Nur, dass es kein Besen ist. Noch einen Bären gefunden, der ins All fliegen möchte. Aber wir wissen nicht, was der zu bedeuten hat. Egal, er ist sehr nett. Und wir haben richtig, richtig coole Nike-Schuhe gefunden. Aber ich glaube, das ist irgendwo ein Special Design, weil da steht ja hier so Topo-Designs. Polartec muss man sich erst verdienen, den Stand zu sehen. Da muss man erst das Gerüst hochschreiten. Wir sparen uns das jetzt mal. Ja, wir wären in China gewesen, aber jetzt sind wir endgültig in China angekommen. Kein Zweifel mehr übrig. Eine höchst frequentierte Bike-Teststrecke von wenig Leuten. Der Pump-Track noch nicht optimal. Die Strecke ist noch viel größer als gedacht. Man kann sogar darin übernachten, wenn man möchte. Mit Anlieger und uphill. Deswegen wird hier auch E-Bike gefahren, weil man möchte sich ja nicht übernehmen. Und ansonsten ist das hier so die Zelthalle. Das sieht cool aus. Ah. Der Chris lernt jetzt, wie man Feuer macht. What you want to do is you set this up next to it and then just strike the way down. That'll start the fire. Ja, Mini! Und unser Mini reißt alles ab. Okay. You want to try? I reckon you've got it. Wait, you can use that. On is this one? Okay. Do you want this your thumb? Side? Okay, so it's the same? Yeah. Oh, no, sorry, other way. So your thumb in there, and your thumb other way. Ah, found it. Okay. Yeah. And you sort of want to start at an angle like that. Das Feuer machen hat noch geklappt, aber genau da habe ich natürlich nicht mehr gefilmt. Aber hier gibt es noch ein bisschen einen Outdoor-Bereich, wobei ich noch nicht ganz sicher bin, was hier genau präsentiert wird. Erstmal Camper auf jeden Fall aus der Tschechei. Und hier gibt es einen Bullaugen-Anhänger. Chris hat sein neues Zuhause entdeckt. Du kannst sogar die Sterne beobachten von da drinnen. Und wenn man dann Hunger hat nach dem Sternenbeobachten, kann man sich auch was zum Essen machen. Sieht echt ziemlich gut aus, aber meistens sind die Dinger sauteuer.
Hier steht jetzt kein Preis. Ich tippe so auf 18.000. Ich habe da schon Erfahrungen von der Free. Wobei der hier cooler aussieht wie der von der Free. Also keine Gewähr. Vielleicht ist es auch noch teurer. Okay, passt. Danke. Also ihr müsst bitte nach... Also so rein kann ich nicht runter, aber ich bin eine normale Wege, oder? Ja, perfekt. Einfach so, dass es gerade ist. Aber jetzt haben wir es in Mitte. So. Ah, yes. Okay, ja. Kannst auch mit zwei Händen oder wie? Und dann einfach nach unten ziehen. Okay, läuft schon, oder? Ja, das läuft. Alles das klar. Auf den Display, dann siehst du auch wieder. Ja, super. Meine tolle Erklärung ist auch drauf. Wenn ihr lange Züge macht, dann könnt ihr die ganze Säge verwenden. Aber ihr müsst es beide nach unten halten. Genau, dann habt ihr mehr Kraft drauf. Super. Voll gut. Aber es geht echt schnell. Ich kann noch alles im Morgen. Kleines Workout zwischendrin. Ah, ist echt gut. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nicht locker lassen. Ja, genau, nicht locker lassen. Wow! Ja, cool. Richtig gut. Ja, nicht schlecht. Mal warm. Geht sau schnell, das ist echt geil. Ich gedacht. Mega. Vielen Dank. Bitte gerne. Jetzt kriegen wir gerade noch die Erklärung, wie man das alleine macht. Und schaut mal, wie klein die Tasche ist, wo die Dinger verpackt sind. Nicht schlecht. Also wenn man es alleine macht, dann drückt man parallel und die Hände etwas auseinander, damit man sich nicht schneiden kann. Dann ist hier noch Poolbereich und Live-Musik. Ja, und das war's dann auch. Doch nicht. Jetzt haben wir noch Tütenessen gefunden. Das wird einfach nur in heißes Wasser gelegt. Und dann. So, dann gehen wir mit dem Farmer Ham. Mal schauen, wie das so schmeckt. Der Chris hat schon was anderes gefunden: Beef Jerky. Trockenfleisch. Ja, really good. Ich wollte gar nicht probieren, weil das sieht nicht so toll aus, aber es schmeckt verdammt gut. Ich kann es selber kaum besser. Mit Linsen und schmeckt echt gut. Mhm. Nein, also es schmeckt tausendmal besser, als wie es ausschaut. Bad Essen haben wir die A-Hallen auch noch für uns entdeckt. Das ist jetzt so die Klettersachen. Die haben auch einen sehr coolen Stand gemacht. Und da ist dann die Kollektion. Ja, hier haben wir jetzt tatsächlich alle Hallen durch. Die schaut doch so aus. Unter anderem ist sogar der Intersport hier, haben wir gesehen. Aber haben wir jetzt nicht näher hingeschaut. Genau, wir hoffen, der Einblick hat euch gefallen. Abonniert doch gerne unseren Kanal. Jeden Donnerstag kommt auf jeden Fall ein Video. Und ansonsten eben, wenn irgendwas Spannendes passiert, kommen zusätzlich Videos. Also reinschauen lohnt sich immer wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss!